Zeit, die tief erschüttert hat das Land. Wer um den Drang zur Einigkeit, die Bismarckers blutig mit Eisen band. Er ging der Stolz, der Robert Blum, der Mann des Worts, der Mann der Tat. Zu kurz sein Leben für all sein Tun, erschossen Blum, der Demokrat. Erschossen war Blum trotz Parlament, indem er sprach für die Nation. Obwohl in Deutschland jeder ihn kennt, erschossen der Bürger mit freier Religion. Er ging der Stolz zur Brigittenau am 9. November im 48er Jahr. Da flog die Nachricht durch das Land, dass Robert Blum erschossen war.